einen wunderschönen guten Morgen und ein herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Wo sind wir denn heute? Wir stehen gerade auf dem Parkplatz des Legolandes. Es ist Montag. Und hier sind auf jeden Fall ein Haufen Kinder unterwegs mit ihren Eltern und Bussen und keine Ahnung, ich weiß nicht, was hier los ist. Heute ist Fußball-Special-Tag irgendwie mit dem FC Augsburg. Naja, wir gehen mal Richtung Eingang, was hier los ist. Legoland, auf geht's. So, drin sind wir. Jenny hat die Tickets gescannt. Ging relativ einfach. Wussten gar nicht, dass sie schon aufmachen. Und ja, jetzt sind wir drin. Da ist ein Fußballspiel, Dino. Und da ist ein hier ist auch direkt ein Lego-Stein-Maskottchen. Da. Ich nenne ihn Lego. Foto? Ich möchte kein Foto. Ah. So, wir sind jetzt hier mal weitergelaufen ans andere Ende vom Park, damit wir den kleinen Kindermassen aus dem Weg gehen, die vorne sich alle bei dem Fußball-Event befinden. Und deshalb sind wir jetzt hier im Land der Pharaonen angekommen, ganz am anderen Ende. Und da steht ein Wingcoaster von B&M. Relativ große Achterbahn für so einen kleinen Park. Aber ja, die fahren wir, glaube ich, jetzt mal als erstes, bevor die ganzen kleinen Kinder hier angerannt kommen und das auffahren wollen. So, ich gehe mal andere Seite, kommt Jenny vielleicht mit drauf, wenn sie nicht immer vorrennt. So, da sind wir wieder. Wir sind den B&M Wingcoaster gefahren, den kleinen hier namens Maximus. Und ja, ich durfte meine Brille nicht anlassen, weil es zu gefährlich auf dieser kleinen Bahn. Also nicht mal mit Brillenmännchen, keine Chance, Brille muss ab. Naja, egal, bin ich jetzt im Dunkeln gefahren. Aber das macht halt nichts, weil die Bahn ist wirklich nicht hoch, 17 Meter glaube ich, und dümpelt so ein bisschen vor die Strecke. Für kleine Kinder ist es wirklich cool, die kommen voll gehypt da raus und sagen, wie geil es war, wie sie in den Sitz gedrückt wurden und keine Ahnung. Und wir fahren so, okay, naja. Aber für Kinder ist es schön zum Reinkommen. Im Legoland steht ein Wingcoaster. Das ist ja auf jeden Fall auch nicht so häufig anzutreffen in Freizeitparks. Ne? Genau. Ja. Wir stehen aber noch andere Counts und da gehen wir jetzt. Nächste Achterbahn, auf geht's. So, gerade sind wir die Achterbahn Drachenjagd gefahren. So kurz überlegen, wie sie heißt. Kleiner Gerstlauer Coaster, die Drachenjagd. So, als nächstes fahren wir den Feuerdrachen. Das ist so ähnlich. Da schreien die Leute schon. Ein Junior Coaster, also auch für kleine Kinder. Und da schmeißen wir uns jetzt mal rein. Gucken, wie lange die Wartezeit ist. Ich sehe schon überall Leute herumstehen. Und wir laufen da jetzt mal rein. Wir gucken mal. Ja.
So, gerade sind wir den Feuerdrachen gefahren, hieß das Ding. Und das war so ein Zierer Tivoli. Custom Layout, also eine ganz spezielle Strecke. Und am Anfang ist so ein Dark Ride-Teil, ne? Ja, das ist ganz süß gemacht. Mit verschiedenen Lego-Szenarien, mit Merlin und so ein bisschen Burgleben. Das ist eigentlich wirklich schön gemacht. Und deshalb ist die Kapazität bei einem Zug auch gleich null. Also ne, man wartet echt stundenlang, weil der halt am Anfang erst diese halbe Minute oder Minute sogar durch diesen Dark Ride-Teil fährt. Ja. Ansonsten ganz schön gemacht eigentlich. Coole Bahn. Es hat ein bisschen angefangen zu regnen, es nieselt so ein bisschen, aber es nieselt auch irgendwie nicht und trotzdem, die Sonne scheint, es ist komisches Wetter. Gerade waren wir in der Lego-Fabrik, da wird ein Film gezeigt, danach kann man durch die Werkshallen laufen und zugucken, wie Lego-Steine produziert werden. Aber vorher bekommt man noch einen Lego-Stein, einen Spezial-Lego-Stein, wenn man nämlich hier das Legoland besucht hat, da steht da Lego 2024 drauf. Und den gibt es nur hier. Genau. Pro Haushalt ein Stein. Einen Stein, deswegen geben wir unseren ab an den Liebeswelt. Ja. Ansonsten, ja, Fabrik war jetzt, eine Maschine war defekt und der Rest ist halt zum... Ja, es ist, will ich sagen, so eine Fake-Fabrik, aber es ist nicht alles echt, was da gezeigt wird. Und danach natürlich durch den Shop, wo man unzählige Lego-Steine noch nachkaufen kann. 100 Gramm, 10 Euro. Seid ihr dabei? Und jetzt gehen wir zum Lego Power Builder. Was das ist, das zeigen wir euch mal drin. Das ist so ein Roboterarm, an dem man sich festschnallen kann mit zwei Leuten. Und dann wird man durch die Luft gewirbelt. Das machen wir jetzt mal, ne? So, gerade diese lustigen Roboter habe gefahren. Das den war Powerbuilder. Das war wirklich gut. Powerbuilder heißt das Ding hier. Man darf sich Programme aussuchen von 1 bis 5. Die 1 ist halt für ganz, dann dreht sich nur so ein bisschen und bei 5 ist ganz wild. Was sind wir gefahren? Level 5. Natürlich sind wir Level 5 gefahren. Heiße Ohren. Heiße Ohren, heißen Kopf. Sieht man das? Es ging gut über Kopf. Ja, wie ihr gemerkt habt, man darf vom ganzen Park nicht auf den Attraktionen filmen. Das ist leider so. Aber da halten wir uns natürlich dran. Von daher, ja, habt ihr jetzt gerade ein paar Aufnahmen gesehen. Genau, gibt nur Videos von außen und da halten wir uns auch dran. Und jetzt? Gehen wir weiter. Zur nächsten Achterbahn. Ja, mal gucken, was es sonst noch gibt. Das Wetter ist durchwachsen, es nieselt ein bisschen, aber kalt ist es nicht. Gott sei Dank. Es regnet. Es fisselt so ein bisschen vor sich hin. Es ist also nicht schlimm. Nee, vor allen Dingen, wir haben jetzt alle Achterbahnen schon gefahren. Genau. Wir sind alle Achterbahnen schon gefahren. Da sind wir noch die Wilde Maus gefahren, die hier heißt das Lego-Rennen. Das große Lego-Rennen. Das war eine der humansten wilden Mäuse, die wir hier gefahren sind. Es hat nicht gerappelt, die Kurven waren ganz sanft. Also war gut, ne? Also das ist wirklich eine tolle Wilde Maus, muss man ganz klar sagen. Und jetzt regnet es schon wieder mehr. Toll. Ja, wir gucken mal, was wir jetzt als nächstes machen. Dark Ride, ne? Ja.
jetzt scheint die Sonne tatsächlich. Sonne. Und das heißt bei uns, wir gehen mal hier die Miniaturwelt filmen. Hier gibt es nämlich noch ganz viel aus Lego gebaut, ganz viele Bauwerke der Welt. Und das zeigen wir euch jetzt mal, ne? Ja, dann kein Pferdchen reiten. Wenn ich schon nicht mit Brille fahren darf, darfst du auch kein Pferdchen reiten. Aber ich wiege doch weniger als manche Kinder. Da sind wir raus aus dem Legoland. Das wurde auch Zeit. Nein, es wurde keine Zeit, aber es war schon sehr stressig. Ganz viele kleine Kinder mit Familien da. Familien mit kleinen Kindern da, so rum. ja, wir haben natürlich viel gefilmt, aber wir sind noch lange nicht alles gefahren. Ne? Es gibt noch jede Menge Sachen hier. Die kleineren Sachen sind wir nicht gefahren. Wir sind Weltwasserbahn nicht. Gefahren. Wir sind alle Achterbahn gefahren. Aussichtsturm, dieses Miniaturland. Das war sehr, sehr cool. Das ist wirklich empfehlenswert. Der Park ist eher für kleinere, ich sag mal, bis so 10, 12 Jahre. Ja. Danach wird es schon dafür sind die Attraktionen schwierig. Einfach ausgelegt. Die neuen Sachen sind cool. Also wir haben einen so einen Splash-Battle gesehen, das war relativ neu. Das war wirklich cool. Die Leute haben sich nass gemacht ohne Ende. Und ja, ansonsten 10 Euro parken kostet der Spaß hier. Der Eintritt kostet je nach Tag so, glaube ich, zwischen 35 und 45 Euro so. Ungefähr. Kann man sagen. Wir waren jetzt einmal hier und dann war es. Das wollte ich noch was sagen. Würdest du noch mal hier hinkommen jetzt in der nächsten Zeit? Nee. Ich würde auch nicht noch mal hier hinkommen in der nächsten Zeit. Also für mich reicht jetzt ein Besuch. Da müsste hier schon was richtig Großes hingestellt werden, aber ich denke, die nächsten 10 Jahre werde ich hier nicht mehr hinkommen. Nee. Also ne, wir waren jetzt einmal hier und fahren das nächste Mal hier hin, wenn es was ganz, ganz Tolles gibt. Und dann lassen wir uns mal überraschen. So, jetzt reiten wir Richtung Hotel. Das dauert noch 2 Stunden und zwar Richtung Erding. Es geht morgen dann in den Bayernpark. Wir sind sehr gespannt. Tschüss.